Wie valt er niet voor de charmes van het historische Bad Bentheim? Het kasteel Burg Bentheim wijst je al van ver de weg naar dit sfeervolle stadje. Tijdens de avonduren is Bad Bentheim extra magisch. Onze local vertelt je waarom. Mijn naam is Johannes Thier. Ik woon schon seit 64 jaren hier in Bad Bentheim en liebe diese meine Stadt natürlich. Der größten Hobbys, die ich habe, ist die Nachtwächterei. Ich bin schon seit über 20 Jahren Nachtwächter in der Stadt, denn es ist ein Teil meines Lebens. Wir gehen mit den Gästen als Nachtwächter durch den Innenstadtbereich. Im Innenstadtbereich befinden sich die Burg, befinden sich die Kirchen, Monumente, Häuser, alles was schön ist, das ist hier in der Innenstadt zu sehen. Und dann natürlich geht es auch immer durch sehr enge Stiegen und das alleine hat einen romantischen Reiz. Das geht zurück so bis in die Zeit des Mittelalters. So kam auch hier 1996 die Idee, wieder einen Nachtwächter einzusetzen. Es beginnt immer vor dem untersten Tor der Burg. Natürlich mit dem berühmten Hört ihr Leute und lasst euch sagen. Hört ihr Leute und lasst euch sagen, meine Frau hat mich geschlagen, drum hüt euch vor dem Weiberrock. 12 ist die Glock. Als Bentheimer ist man natürlich immer stolz auf seine Stadt. Und wenn man denn als Besucher nach Bad Bentheim kommt, sollte man sich auf jeden Fall die Zeit nehmen, um schöne Stadtrundgänge zu machen. Also aus Bentheimer Sandstein sind sehr, sehr schöne, interessante Bauwerke gemacht worden. Einer der schönsten Plätze, die ich hier in Bad Bentheimer wieder ausmachen kann, ist eigentlich der Herrenberg. Wir haben den wunderschönen Bentheimer Wald, wir haben ganz in der Nähe das Gelderhauser Fenn. Wenn wir mit dem Rad was unternehmen möchten, sehr, sehr schnell in der freien Natur. Und das ist das Wunderschöne, was wir hier haben. Bewacht das Feuer und das Licht, damit der Stadt kein Schad geschieht. Und den Rest erfahren Sie, wenn Sie Bentheim besuchen. Herzlich willkommen!